Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Trading. Mein Name ist Max Winke und bevor wir loslegen, kommen wir wie immer zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich natürlich bewusst sein und ich betone an dieser Stelle, dass ich hier keine Handelsempfehlung ausspreche. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und das Bild ist gut. Kurze Rückmeldung über den Chat, das wäre ganz schön. So, wir werden uns heute den DAX näher anschauen. Fangen wir auch gleich als erstes mit an und werden uns dann weiter arbeiten in Richtung Wall Street und Devisenmarkt, Pfund, Yen, in ein paar, was ich seit den letzten Tagen ja, beobachte. Und hier könnte der Markt zu einem weiteren Rückgang ansetzen. Silber mit einem massiven Ausverkauf, ähnlich wie Gold. Mal gucken, was man aus dieser Situation herausholen könnte. Und am Ende schauen wir nochmal auf den WTI-Preis. Deutlich nachgegeben. Mal schauen, ja, ob auch hier nochmal ein Rückgang drohen könnte oder ob wir vielleicht schon das Tief gesehen haben. Wir fangen erstmal mit den wichtigsten Nachrichten an. Und zwar hat gestern Fed-Chef Jerome Powell seine Botschaft wiederholt, dass die Notenbank sich verpflichtet habe, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die Konjunkturerholung zu unterstützen. Und das Schlüsselereignis für den heutigen Tag ist die heutige Anhörung von Paul vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Das heißt, hier wird es nochmal ein paar Details geben und das ist das, worauf die Anleger sich ja, am stärksten konzentrieren werden. Ansonsten, wir haben natürlich weitere Unsicherheiten aufgrund der steigenden Zahlen mit der Corona-Neuinfektion. Das heißt, wir haben eine weitere Ausbreitung. Die Ausbreitung führt dazu, dass viele Regierungen gezwungen sind, weitere Lockdown-Maßnahmen einzuleiten. Und das wiederum hat natürlich eine starke Auswirkung auf das Tempo der Konjunkturerholung. Also auch die Nachrichten zum Coronavirus sollte man genauestens verfolgen. Und ein dritter Punkt, der ebenfalls wichtig ist, das sind die erneuten Spannungen zwischen den USA und China. Hier gibt es eine weitere Verschärfung und das ist eben auf die Veröffentlichung zurückzuführen seitens des chinesischen Handelsministeriums am Samstag. Es gab nämlich eine Liste für die unzuverlässigen ausländischen Unternehmen. Das war ein Schritt, nachdem die Regierung von Trump ein Verbot von WeChat und TikTok verkündet hat. So, also insgesamt allgemeine Risikoaversion durchaus begründet, wenn wir uns eben die Schlagzeilen anschauen. Und wir gucken jetzt mal auf die Reaktion vom deutschen Leitindex. Extrem schwacher Start in die Woche. Wir sehen, es gibt eine lange bärische Kerze. Wir haben einen Rückgang von knapp 500 Punkten gesehen und dabei wichtige Unterstützungsmarken unterschritten. Einerseits die Trendlinie, die 13.000-Punkte-Marke aus psychologischer Sicht natürlich wichtig. Und wir haben auch nochmal den 12.800-Punkte-Bereich ja, durchbrochen. Der 100er EMA, den konnte man testen. Da wurde die Abwärtsbewegung gestoppt. Das letzte Mal hatten wir Reaktionen gesehen an diesem gleitenden Durchschnitt am 25. Mai. Das ist also schon recht lange her. Und vorerst glückt mal eine Verteidigung. Wir sehen aber, das Chartbild ist also fragil und es könnten weitere Rückgänge drohen. Wir schauen jetzt mal in die kleineren Zeiteinheiten, um zu schauen, was ja, man aus der Situation herausholen kann. Grundsätzlich im 4-Stunden-Chart sind wir auch ganz klar bärisch eingestellt. Wir haben den dreifachen Boden hier unten, das Niveau vom dreifachen Boden unterschritten. Wir haben letztendlich eine unglaubliche Abwärtsdynamik erlebt. Vor allem der Verlust, der gestrigen Intraday-Handel zu beobachten war, zurückzuführen auf eine lange Kerze. Und danach hat sich der Markt natürlich noch weiter nach unten bewegt. Allerdings war dann aber irgendwann Schluss und diese Dynamik hat sich eben hier verlangsamt. Und das Ganze, was wir hier unten sehen, deutet auf weitere Unsicherheit hin. Ja, das heißt, man möchte hier erstmal herausfinden, ob der Markt vielleicht nochmal nach unten driftet oder ob vielleicht eine Aufwärtskorrektur sehen. Das Ganze sieht erstmal nach Kursstabilisierung aus.
Und da möchte ich auch nochmal ansetzen. Hier gab es nochmal die Analyse von gestern. Das hatte ich in einer Analyse gezeigt. Und da hatte ich eben darauf hingewiesen, dass wir eben eine Divergenz haben zwischen Kursverlauf und RS-Indikator. Das heißt, der Markt hat tiefere Tiefs ausgebildet. Beim RS-Indikator war das eben nicht der Fall. Und was aber hier letztendlich gestern noch gefehlt hat, war eine Bestätigung. Das heißt, dass der RS-Indikator aus dem überverkauften Bereich wieder rauskommt, das Ganze bestätigt wird, und dass man dann vielleicht eben auf eine stärkere Aufwärtskorrektur setzen könnte. Ich hatte hier das lokale Hoch eingezeichnet als potenziellen Auslöser für den Kursverlauf, dass man eben versucht, etwas an der Trendstruktur zu verändern. Da hat sich aber eben nichts getan und jetzt müssen wir eben hier mal schauen, was heute möglich wäre. Entscheidend oder das ist vermutlich das, wo sich alles entscheiden dürfte heute. Das ist nämlich der lokale Widerstand im Bereich von 12.620 Punkten. Wir hatten während der Asiensitzung eine höhere Öffnung, sind dann runtergebrochen und dann hat sich hier dieser Bereich gefestigt. Es gab nochmal einen tiefen Rückgang, einen erneuten Test des Widerstandsbereichs und deswegen ist das eben hier der Schlüsselbereich, auf den man sich heute konzentrieren sollte. Das heißt, entweder bekommen wir hier eine Aufwärtskorrektur, eine stärkere Aufwärtskorrektur, was durchaus berechtigt wäre nach diesem starken Ausverkauf. Und auf der Oberseite gäbe es dann potenzielle Kursziele, die man definieren könnte aufgrund des Tiefs vom 4.7. Wir sehen hier langer Unterschatten. Das heißt, das ist so das Tief aus den letzten Wochen, was wir eben hier im Chartbild sehen. 12.750 Punkte ungefähr und danach müsste man eben diesen dreifachen Boden hier zurückerobern. Das heißt, es gibt sehr viel aufzuholen. Nach diesem starken Ausverkauf gibt es aber eben auch die Möglichkeit auf eine stärkere Aufwärtsbewegung. Eine stärkere Aufwärtsbewegung würde aber nicht den Trend umkehren, sondern müsste man lediglich als Aufwärtskorrektur sehen. Ob eine Aufwärtskorrektur letztendlich irgendwann mal auch in einer Trendwende resultiert, das können wir jetzt noch nicht vorhersagen. Das muss man Step by Step beurteilen. Und deswegen würde ich mich auf auf das Verhalten hier in diesem Bereich konzentrieren. 12.620 Punkte. Oberhalb würde man einen deutlich stärkeren Anstieg, könnte mit einem deutlich stärkeren Anstieg rechnen in Richtung 12.680 Punkte. Und dann könnte man eben hier diese Bereich abarbeiten. Solange das aber nicht passiert, und wir sehen ja auch in der Momentaufnahme, dass die Bären den Druck erhöhen, dann besteht eben immer die Gefahr, dass wir den übergeordneten Abwärtstrend eben fortsetzen. Und da sehen wir ja auch, dass wir auch in der Nähe des heutigen Hochs und auch in der Nähe des gestrigen Tiefs und des gestrigen Tiefs notieren. Das heißt, auch übergeordnet müssen wir wissen, welche Marken wir berücksichtigen sollen oder müssen. Und das wäre nach dem 100er EMA im Tageschart das Fibonacci-Retracement von 23,6%. Das ist das erste wichtige Fibonacci-Retracement der starken Rallye, die wir Mitte März begonnen haben. Das heißt, selbst wenn wir diesen Bereich mal testen würden, bei 12.160 Punkten ungefähr, wäre das lediglich eine Korrektur, eine leichte Korrektur innerhalb dieser starken Aufwärtsbewegung. Also mal schauen, ob wir hier schon das Tief gesehen haben oder vielleicht nochmal ein tiefer Rückgang droht. Kommen wir zur Wall Street. An der Wall Street haben wir gesehen, dass der S&P 500 seinen Ausverkauf für einen vierten Tag in Folge ausgebaut hat und die Futures notieren auch leicht in der Verlustzone. Und was hier jetzt zu berücksichtigen ist im Vergleich zum Nasdaq, ist, dass wir hier gestern eine gemischte Sitzung hatten. Das heißt, der S&P 500 hat nachgegeben beim Nasdaq 100 haben wir hier auch einen Ausverkauf gehabt. Wir sehen es am langen unteren Schatten, allerdings nur im Intraday-Handel. Man konnte die Verluste wieder ausgleichen und den Kurs leicht in der Gewinnzone schließen. Und für diejenigen, die natürlich einen technischen Ansatz bevorzugen, und das wird wahrscheinlich auch auf die meisten zutreffen, dann gibt es eben hier grundsätzlich zwei unterschiedliche Ausgangslagen.
Wir haben bei beiden einen intakten Abwärtstrend. Wir haben beim S&P 500 auch hier diesen, diesen Boden oder den Versuch, die versuchte Bodenbildung, haben wir hier unterschritten. Gab nochmal den Test, Ausverkauf und jetzt stecken wir mitten in einer Abwärtsbewegung fest. Das heißt, solange wir das lokale Hoch hier nicht überwinden, besteht also die Gefahr, dass wir auch in den nächsten Stunden möglicherweise nochmal zu einem tieferen Rückgang ansetzen. Das Ganze würde sich ändern, wenn wir das lokale Hoch überwinden. Dann könnte man den dreifachen Boden in Angriff nehmen und dann könnte man vielleicht eben auch versuchen, sich auch hier weiter nach oben zu arbeiten. Solange das nicht passiert, müssen wir damit rechnen, dass der Markt einfach nochmal weitere Tiefs sieht. Und da würde ich mich hier auf die 3190 Punkte konzentrieren. Hier gab es einige Tiefs und Kursreaktion und darunter wären wir da schon im Bereich der 3105 Punkte. Und der große Unterschied ist jetzt beim Nasdaq im Vergleich zum S&P 500, dass wir diesen dreifachen Boden zurückerobern konnten durch die gestrige Aufholjagd. Das heißt, im 4-Stunden-Chart gehen wir auch mal rein und machen hier nochmal kurz die Sachen vom letzten Mal raus und wir zoomen mal rein. Und Sie haben ja noch das Bild vor Augen, was wir uns gerade beim S&P 500 angesehen haben. Ähnlich, dreifacher Boden, unterschritten, Aufholjagd, Test, tieferes Tief. Aber wir sind eben hier in der Lage, diesen Bereich zurückzuerobern. Das heißt, die Ausgangslage für Long-Positionen beim Nasdaq sind deutlich besser als beim S&P 500. Heißt nicht, dass wir in den nächsten Stunden auch steigen werden, aber wer nach Longs Ausschau hält, könnte vielleicht mit dem Nasdaq etwas besser fahren, zumindest aus der technischen Perspektive. Man könnte also das lokale Hoch hier vom Freitag und vom letzten Donnerstag bei 11.160 Punkten mal angreifen, wenn wir das lokale Hoch überwinden. Und dann könnte man sich auch wieder in Richtung 11.355 Punkte bewegen. Dazwischen aber nochmal den 100er EMA und da würde sich dann eben auch wieder etwas an der grundsätzlichen Ausrichtung, Trendrichtung ändern. Sollten wir diesen dreifachen Boden, den wir zurückerobert haben, nicht für einen Abprall nutzen können in Richtung Norden, dann würde man eben auch wieder schnell die Kontrolle abgeben an die Bären und dann müsste man eben hier wieder das Kursziel auf der Unterseite definieren. Da wären wir im Bereich der 10.700 Punkte ungefähr. Und weiter drunter bei 10.500 Punkten. Da haben wir die letzte Trendstruktur etwas unterhalb der 100-Tage-Linie auf EMA-Basis. Also auch hier, Chartbild bleibt fragil, aber beim Nasdaq sieht das Ganze eher nach einem Tief aus als beim S&P 500. Aber auch hier brauchen wir natürlich in den nächsten Stunden eine gewisse Aktivität der Bullen, damit das eben auch so bleibt. Das heißt, kurzfristig sind Aufwärtskorrekturen möglich, aber es fehlt auch nicht viel und die Bären übernehmen wieder. So, kommen wir zum, wir machen mal mit dem Devisenmarkt weiter. Schauen wir mal auf das Paar Euro-Dollar. Euro-Dollar auch sehr interessant. Es hat sich auch einiges getan in den letzten Tagen. Wir schauen mal auf den Tageschart. Und wir haben am Freitag, wir gehen ruhig noch ein bisschen näher ran. Wir haben am Freitag ein Spinning Top gesehen, ein Kreisel, also eine Kerze mit sehr kleinem Körper, was am Ende eine Aufwärtsbewegung grundsätzlich als ein Anzeichen von Schwäche ist oder vielleicht auch auf eine Umkehr hindeuten könnte. Wir hatten natürlich hier schon höhere Hochs gesehen in der Vergangenheit, aber das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen dazu gepasst, von dem, was wir eben in den Wochen oder den Tagen davor gesehen haben. Lange obere Schatten, eine gewisse Schwäche unterhalb der 1,19er-Marke und letztendlich kam am Montag hier der Ausbruch nach unten. Ausbruch nach unten und zwar, wir zoomen hier mal in den 4-Stunden-Chart rein. Wir hatten also in dem oberen Drittel der Handelsspanne zwischen 1,1750 und 1,19 mehrere Anzeichen von Schwäche. Es hatte sich am Montag hier auch nochmal eine ganz gute Ausgangssituation ergeben für einen Long, aber letztendlich haben auch hier die Bären übernommen.
So, und wir schauen uns das jetzt nochmal vielleicht im 30-Minuten-Chart an. Und zwar die Bewegung von gestern. Es gab hier ein höheres Tief. Man hat den 50er EMA zurückerobern können und wir sind dann letztendlich hier oben an den lokalen Hochs gescheitert. Wer sehr kurzfristig unterwegs war, der hatte hier auf jeden Fall die Möglichkeit nochmal auf mal ein paar Punkte auf der Long-Seite. Aber letztendlich haben wir hier mit unglaublicher Dynamik letztendlich innerhalb weniger Minuten den Trend um. Davon, dass man oder dass ich den 50er EMA als Orientierung nehme. Das heißt, sobald der Kurs in der Nähe ist oder diesen kleinen Durchschnitt durchbricht, kann man eben ja letztendlich einen Wechsel erwarten. Allerdings muss man auch nicht unbedingt auf eine Bestätigung warten im 4-Stunden-Chart. Man könnte also auch durchaus in eine kleinere Zeiteinheit runtergehen, wenn man sieht, dass man sich dem gleitenden Durchschnitt 4-Stunden-Chart eben nähert. Und vielleicht diejenigen, die ganz kurzfristig unterwegs sind, wir schauen mal in den Minuten-Chart und schauen mal, was man da hätte machen können. Wir markieren uns mal hier noch den 50er EMA bei dem gestrigen Durchbruch. Da haben wir die 1,1840. Und wir schauen uns das jetzt mal an, die 1,1840. Wir hatten den Bruch. Und zwar hier oben. So, wir sehen also, kurzfristig sieht das so aus, als ob der Markt schon eine ganz gute Strecke hingelegt hat, aber wir befinden uns im Minutenchart. Diesen Bereich hier, den ich markiert habe, das ist jetzt unser 50er EMA im 4-Stunden-Chart. Und jetzt schauen wir mal, was der Markt gemacht hat. Der Markt hat einen neuen Abwärtstrend begonnen, kurzfristig. Und wir sehen ja eben hier eine ganz klare Reihe an tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ob man beispielsweise versucht, nach einem Impuls, also ein Impulsmessen, Aufwärtskorrektur warten und gucken, auf welches Fibonacci-Retracement man reagiert. Man könnte beispielsweise auch schauen, ob sich ein tieferes Hoch abbildet. Man könnte eben schauen, ob sich das Momentum verlangsamt mit Indikatoren und so weiter und so fort. Man könnte beispielsweise auch den RSI-Indikator nehmen, den sehr sensibel einstellen und eben schauen, wann der Markt eben eine Aufwärtskorrektur erfährt und der RSI-Indikator auf einen überkauften Marktzustand hinweist und dann vielleicht eben nochmal versucht, das Ganze abzuarbeiten, aber eben auf der Unterseite. Das heißt, Umkehrsignale sollten hier letztendlich ignoriert werden. Es gibt ganz, ganz viele Engulfings, Doppelböden oder ähnliches, aber das Ganze sorgt oder führt in der Regel nicht zu einer Trendumkehr, weil wir eben wissen, dass wir übergeordnet Short eingestellt sind. Und so einen Ansatz kann man natürlich auch mit verschiedenen Zeiteinheiten kombinieren, beispielsweise Tageschart und Stundenchart oder man kann es ja mischen, wie man will. Aber was ich eben sagen will, ist, dass man eben immer versuchen sollte, den Überblick zu behalten, indem man eine größere Zeiteinheit nimmt, um sich eben zu orientieren und dann eben in die kleineren Zeiteinheiten runtergeht, um das Ganze umzusetzen, um Trades konkret zu platzieren. Das Problem ist nur, dass wer im Minutenchart jetzt nur das hier sieht, der könnte vielleicht etwas orientierungslos sein, und könnte vielleicht eben auch große Bewegungen verpassen. Wir gehen mal hier in diese Lage rein. Da hätte man vielleicht sogar argumentieren können, der Markt hat einen Rückgang erfahren. Der Markt wird bestimmt jetzt nicht nochmal tiefer gehen. Und das ist das, was man eben letztendlich gesehen hat. Der Markt hat letztendlich den Rückgang nochmal um ein Vielfaches übertroffen. Und das ist da, wo man eben aufmerksam sein sollte und natürlich dann auch ja, letztendlich handeln sollte. So, Pfund, Yen, auch hier. Und schade, dass der Markt jetzt hier schon ja, ein paar Punkte runtergegangen ist. Heute Morgen sah das sehr interessant aus. Das wollte ich eigentlich nochmal vorstellen, dass der Markt eben hier das Paar nochmal zu einem weiteren Rückgang ansetzt. Dennoch, wir schauen mal natürlich auf die Lage. Wir haben auch hier im 4-Stunden-Chart, und hier gilt das gleiche Prinzip wie jetzt beim Euro-Dollar. Wir haben einen Bruch des 50er EMAs hier oben gehabt. Wir haben eine ganz klare Abwärtstrendstruktur. Ich habe das hier schon mal in grün eingezeichnet.
Und was jetzt eben ja, fehlt für eine Aufwärtskorrektur, wäre, dass wir eben, oder der Auslöser wäre, dass wir eben hier bei dem lokalen Hoch etwas an der Trendstruktur ändern. Davon sind wir weit entfernt und dementsprechend haben die Bären erstmal die Kontrolle. Aufwärtskorrekturen könnten also auch kurzfristig genutzt werden, um sich diesem Abwärtstrend nochmal anzuschließen. Aber wir sehen natürlich auch, dass der Markt schon eine sehr starke Abwärtsbewegung erfahren hat. Das heißt, ja, mit jedem weiteren Rückgang ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Markt dann auch vielleicht mal eine stärkere Aufwärtskorrektur erfährt. Auch das muss man eben berücksichtigen. Aber im 4-Stunden-Chart gibt es erstmal keine Anzeichen dafür, dass wir hier vor einer Umkehr oder vor einem starken Anstieg stehen. Und im Tageschart wäre es auch durchaus realistisch, wenn wir die nächsten Kursziele anpeilen. Und nachdem wir ja auch diese Tiefs hier ausnehmen konnten im Bereich der 1,34er Marke. Da haben wir unterschritten, hatten den Abpraller gesehen, wie im 4-Stunden-Chart. Und jetzt muss man sich auf die nächsten Kursziele konzentrieren. Das ist im Bereich der 1,32. Hier gab es mal eine Bodenbildung, ein höheres Tief und danach geht es auch schon in Richtung 130,60er Marke, weil wir hier diese inverse SKS-Formation hatten. Hier gibt es ganz viele Berührungspunkte, deswegen kann man sich das gut, ganz gut einzeichnen. So, und jetzt nochmal die Erwartung, um vielleicht noch ein paar Worte zur Erwartungshaltung. Wir wissen natürlich, dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Ziel vielleicht nochmal sehen könnten. Die Frage ist aber natürlich, wie kommt der Markt dahin? Es kann sein, dass der Markt nochmal die 1,34 überwindet, eine starke Aufwärtskorrektur erfährt bis zum 61,8 Fibo-Retracement und dann nochmal ansetzt. Es kann auch sein, dass der Markt ohne Aufwärtskorrektur hier runterbricht. Das wissen wir letztendlich nicht. Und dafür müssen wir in die kleineren Zeiteinheiten reingehen, so wie ich das eben beispielsweise im Minutenchart gezeigt habe. Kann man auch im 5- oder 15-Minuten-Chart machen und dann versucht, konkret nach Signalen zu suchen. Also das brauchen Sie nicht im 4-Stunden-Chart machen, sondern Sie müssen nur schauen, wie ist der Markt eingestellt, wie stark ist der Trend und auf welche Kursziele könnte ich mich potenziell fokussieren. So, jetzt kommen wir abschließend nochmal auf die Rohstoffe zu sprechen. Wir fangen mal mit dem Silberpreis an. Und der Silberpreis ist stark eingebrochen, genau wie es auch am Goldmarkt zu beobachten war. Und zwar haben wir hier den 4-Stunden-Chart, Silberpreis, 100er EMA klar durchbrochen und an der Trendstruktur hat sich auch etwas geändert. Wir sind aus dieser sehr langen Seitwärtsphase nach unten ausgebrochen, haben gestern hier unten ein wirklich tiefes Niveau erreicht und versuchen auch nochmal hier Kurs in Richtung dieses Niveaus aufzunehmen. Man könnte natürlich nach diesem starken Rückgang nach Divergenzen Ausschau halten, wie beispielsweise beim DAX gestern. Das heißt, kurzfristig auf eine Aufwärtskorrektur spekulieren in Richtung wichtiger Fibonacci-Retracements. Aber wir müssen uns natürlich immer vor Augen führen, dass eine Trendfortsetzung immer wahrscheinlicher ist als eine Trendumkehr. Und egal wie tief der Rückgang war oder wie unrealistisch man das vielleicht persönlich empfindet, sollte man sich eben auch an diese Regel halten. Die Vergangenheit hat es gezeigt und man sollte eben auch einfach schauen, wie sich der Markt an dem 100er EMA verhält. Ich rede immer von dem 100er EMA, aber wir scrollen jetzt einfach mal so ein bisschen zurück. Und das letzte Mal, als wir einen großen Einbruch hatten, da hat es wirklich sehr lange gedauert, bis wir den 100er EMA zurückerobern konnten. Und das sehen wir ja eben. Rückgang, starke Aufwärtskorrektur, 100er EMA konnte nicht zurückerobert werden, weiterer Ausverkauf. Hier hätten dann die Bullen argumentieren können, ja, wir haben jetzt hier ein höheres Tief, hier steigen wir ein für die übergeordnete Trendfortsetzung. Letztendlich hatten die Bullen nicht genügend Kraft. Wir bleiben unterhalb bis 100er EMAs und dann geht es nochmal richtig nach unten. Das wäre die technische Perspektive. Und hier sehen wir beispielsweise, hier ist es geglückt. Hier konnte man den 100er EMA zurückerobern. Es kann natürlich auch sein, dass wir von hier aus schon das Tief gesehen haben und jetzt einfach nur hier hochrauschen und alle unterschrittenen Unterstützungen natürlich wieder zurückerobern. Wer aber die Gesamtheit der Trades sieht,
weiß, dass das eben unwahrscheinlich ist. Das heißt, man sollte vielleicht nicht darauf spekulieren, den Tiefpunkt zu bekommen, sondern es geht darum, sich kleine Bewegungen im Intraday-Handel herauszupicken, um da eben die Punkte mitzunehmen. Und genau auch hier wieder Top-Down, sprich Tageschart oder 4-Stunden-Chart als Orientierung nehmen und dann reingehen in die kleineren Zeiteinheiten, um wirklich zu traden. Das heißt, da können wir auch nochmal den Goldpreis einblenden. Gold deutlich stärker betroffen als Silber. Der Markt oder beide oder der Edelmetallmarkt anfällig für weite Rückgänge. Und kurzfristig schauen wir nochmal auf mögliche Umkehrungen. Hier muss eben auch einiges passieren. Wir sind jetzt im 15-Minuten-Chart, also deutlich in einer deutlich kleineren Zeiteinheit. Und hier müsste man also etwas sehen oberhalb der 24,24 Dollar ungefähr. Da könnte sich eben etwas an der Trendstruktur ändern. Das heißt, hier könnte man vielleicht erwarten, dass der Markt die lokalen Hochs abarbeitet. Aber auch hier muss kurzfristig noch deutlich mehr passieren. Hier ist der 100er EMA im Bereich der 25 Dollar. Und das stimmt auch nochmal in etwa mit den Hochs, die wir eben hier gesehen hatten bei heute Nacht. Das heißt, hier gibt es einiges aufzuarbeiten. Der Markt bleibt fragil und anfällig für weitere Rückgänge. Es könnte sich aber vielleicht etwas ändern, wenn es hier zu einer leichten Erholung kommt. Auslöser für so eine Erholung könnte beispielsweise sein, dass der Dollar weiter schwächelt, damit der Preis des Edelmetalls vergünstigt wird. Erwarten, dass die Dollarstärke vielleicht nur temporär ist. Wir haben ja die extrem lockere Geldpolitik der Fed, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einer steigenden Inflation führen wird. Das Ganze schwächt die Aussichten für den Dollar. Und mal schauen, ob der Dollar vielleicht eben auch wieder abwerten könnte. Ja, das würde eben nochmal eine Rallye begünstigen bei den Edelmetallen. Das ist ja bisher ausgeblieben. So, abschließend kommen wir zum WTI. Auch nochmal die Analyse vom letzten Mal können wir vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass der Markt möglicherweise seinen Abwärtstrend beenden könnte. Wir hatten den Ausbruch aus der Konsolidierungsphase. Wir hatten einen sehr kräftigen Anstieg. Wir haben den 100er EMA überwunden. Korrekturbewegung, Verteidigung und dann ging es hier weiter in Richtung 42-Dollar-Marke. Hier hatte ich mich relativ kritisch geäußert gegenüber einem ähnlichen Tempo der Erholung, wie wir das eben davor gesehen hatten. Letztendlich hatten wir nochmal einen kräftigen Anstieg, aber das war noch nicht so ganz mit dem zu vergleichen, was wir ja davor gesehen hatten. Und die Frage ist natürlich, wann korrigiert der Markt und wenn, wie stark? Und der Markt hat letztendlich unterhalb der 42 Dollar Marke korrigiert. Das stimmt nochmal mit den Hochs hier überein. Das heißt, hier wird erstmal eine wichtige Struktur respektiert und wir haben letztendlich eine starke Korrektur erfahren und zwar bis zum Fibonacci-Retracement von 50%. Haben dabei aber den 100er EMA unterschritten. Das heißt, die Bären haben jetzt hier einen kleinen Vorteil. Man könnte andererseits jetzt wieder argumentieren, höheres Tief. Das würde eben wieder für die Bullen sprechen. Aber wir brauchen dafür natürlich einen Schlusskurs, der überzeugt, oberhalb der 40-Dollar-Marke und natürlich die Bestätigung mit dem Durchbruch des 100er EMAs, damit wir eben hier oben wieder das Ganze abarbeiten können auf der Oberseite. Und die Bären argumentieren wiederum mit dem genau entgegengesetzten Fibonacci-Retracement. Können wir auch einzeichnen, nämlich dass wir hier oben eine starke Aufwärtskorrektur erfahren haben, nämlich bis über das Fibonacci-Retracement von 61,8%. Es gab dann eine Schwäche, den Rückgang, den Durchbruch des 100er EMAs ist hier abgeprallt und jetzt könnte man das Ganze auf der Unterseite abarbeiten.
Ich will Sie damit nicht verwirren, sondern ich möchte nur da aufzeigen, dass dass man jetzt in den nächsten Minuten und Stunden sehr, sehr gut aufpassen sollte, weil die eben darüber entscheiden könnten, ob sich der Markt zugunsten der Bullen oder eben der Bären ja, verändert. So, wichtige Veröffentlichung. Es gibt einmal die Reden von FED-Mitgliedern, die Anhörung von Jerome Powell 16:30 Uhr, das ist das Highlight, und am Abend der API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen. Auch das kann natürlich am Ölmarkt für Bewegung sorgen. Und morgen wird man sich vor allem auf die Einkaufsmanager-Indizes konzentrieren. Aus den europäischen Volkswirtschaften am Vormittag sowie die Werte für die gesamte Eurozone. Und am Nachmittag gibt es dann eben auch nochmal die Werte aus den USA sowie den DOI-Bericht. Das heißt, hier wird man natürlich schauen, ob ja, die vom API signalisierten Daten auch bestätigt werden durch die Regierung oder nicht. Das war's für heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg für den heutigen Handelstag und ja, sage ganz herzlich Tschüss und bis zum nächsten Mal.